Seid ihr herzlich willkommen. Ein Blitzbotschaft am 5. September. Wir haben immer noch dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, auch finanziell, auch in beruflichen Ebenen, auch in die Liebe, Partnerschaft. In die Liebe kommt schon Annäherung. Sogar wir können unserer Vorstellung leben, aber wir brauchen noch ein bisschen Geduld, 1-2 Wochen etwa, bis dieser Traum wahr werden kann, bis sich alles manifestiert, was wir gerade vorstellen. Es gibt Kontakte im Ausland. Viele Menschen planen auf eine Reise oder bekommen einen Besuch. Ihr könnt auch im Internet zum Beispiel auch aktiv sein, weil ich sehe da schöne Bekanntschaften, schöne Verbindungen. Wenn du aber gerade etwas in Bewegung setzen möchtest, bremst etwas. Und es kann auch das eigene Gefühl sein, oh, das vertraue ich gerade nicht, oh, das wird sowieso nichts. Weil es kann sein, du stoßt gerade in deinen eigenen Grenzen. Der Grund ist, etwas festhalten. Das, was für dich wichtig ist, sollst du auch bewahren. Aber etwas, wovon du eigentlich verabschieden möchtest, das brauchst du nicht festhalten. Wenn du das loslassen kannst, das hilft bei Vorwärtsbewegung, hilft dabei, etwas Neues zu starten. Und was sollst du befestigen oder loslassen? Das kann Gedanken sein, Gefühlen sein, Kontakten sein, ein Gegenstand sein oder einen bestimmten Ort. Such lieber einen Platz, was dich gerade Kraft gibt. Ruh dich aus, plane etwas und in 1-2 Wochen kommt es zur Erfüllung. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute und alles Liebe.